Bye. Und damit willkommen zur 18. Folge von Tagged Legend mit mir, dem Kirsch. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall eine extra Mod mit draufgebracht, die Chisel Mod. Da können wir jetzt unsere Behausung schön machen. Den Glowstone können wir dann wieder rausnehmen. Okay, ich habe natürlich wieder falsch eingestellt. Standard, please. Nee, crackt nicht. Das habe ich jetzt gerade so mal gesehen gehabt. Ja klar, jetzt hat es uns hier alles. Tut. Machen wir so. Den auch mal hier oben hin. Wunderbar. Und zwar hatte ich da aber eine kleine Stelle gesehen gehabt. Das können wir jetzt mal kurz gucken hier. Brauchen wir natürlich ein was nicht suchen mehr. Und zwar das Portal to the End. Der Silverfisch-Spawner, den habe ich jetzt gleich mal kaputt gemacht. Der hat ein bisschen gestört. Ja. So, und dann Loop. Brauchen wir bloß noch ein bisschen Blaze Powder, was wir uns ja mal schnell in End holen können. Und ich muss erstmal hier unbedingt ein bisschen was ausmüllen. Das können wir noch nicht, das werden wir uns dann demnächst vornehmen. Limestone geht nicht. Mossy Stone Bricks, Cracked Stone Bricks, Iron Bars. Okay, die anderen müssen wir dann woanders hin. Ding. Okay. Auf jeden Fall können wir eigentlich heute unser Lagersystem schon mal machen. Da brauchen wir halt bloß die Black Hole Chest. Habe ich die endlich hier reingemacht und ich habe auch unsere Gem-Rüstung reingemacht. Nö, ist natürlich keine Black Hole Chest. Machen wir es aber so. Black Hole Chest. Wir brauchen dafür 2 Diamantblöcke. 6 Obsidian, achso, das ging ja nicht einzuspeichern, deswegen. Und eine Chest, also kriegen wir einen Diamantblock, Chest, eine normale Chest und Obsidian. Dup, nehmen wir einen Stack, dann passt das. Es wird gerade Nacht, wir gehen noch schnell schlafen. Und dann müssen wir so oder so noch einen Filler kurz reinsetzen hier, dass wir die ganze Fläche wieder voll machen mit vielleicht gechiselten Stone. Können wir ja mal gucken. Aber erstmal schnell bauen. Müssen wir uns auch mal innen nach unten setzen. Sup, sup. Und tap, tap und lup. Und da haben wir die Black Hole Chest. Auf jeden Fall schon mal gesichert. Hier habe ich jetzt alles weggenommen hier. Das werden wir auch demnächst abbauen. Da muss ich wieder 13. Was haben wir hier überhaupt alles noch drin? Hier haben wir noch ein paar Diamanten drin. Können wir ja gleich mal in unseren Transportation Table rein. Du bist noch mal ein paar Millionen EMC. Diamant. Gar nicht groß beachtet. Tja, geht halt schnell. Und noch ein paar Tipps von anderen. Von jedes Spiel. Da kann man nämlich auch noch mit so einer Zeituhr von Project E kann man das nämlich ohne, dass man hier was quasi ercraften muss mit den Golden Pickaxe, da kann man das nämlich dann ausmachen. Und dann passt das auch. Was haben wir hier? Ach ja, hier lädt es ja eigentlich alles drin. Hier sind 10 Millionen EMC drin. Okay, aber trotzdem. Wir holen uns jetzt erst einmal einen Chisel, den habe ich schon eingespeichert. Chisel, und zwar den Obsidian. Der geht nicht so ganz so schnell kaputt. Dann holen wir uns mal ein bisschen Cobblestone. Und gucken wir mal, wie wir das alles chiseln können. Und, oh ja, der Hughes ist eigentlich immer gut. Der Miss Panel kann man einfach da oben lang. Dann haben wir noch Dent, den kann man auch nehmen. Wir nehmen erstmal hier. Und ich schon Zombie. Und wir haben noch keine Karotten bekommen. Ist natürlich Maue. Und jupp. Gut, hier war keiner. Okay, jetzt brauchen wir wieder unseren Landmarker. Ein
1, 2, 3 brauchen wir. Dann brauchen wir den Filler. Und das Solarpanel. Und zwar das höchste, was wir haben, 5 war das höchste. Ja. Aber Entschuldigung. Jetzt müssen wir so oder so ein bisschen mit Marble kurz arbeiten. Uah. Das ging jetzt aber flott runter. Mit Marble, dass wir hier ein wenig, dass wir hier den Filler aufbauen können. Hier die Landmarks. Okay, das ist die Höhe. Müssen wir eigentlich bis hier hin und dann bis Jupp. Jetzt müssen wir eigentlich erstmal den verbinden und dann den, dann müssen wir es eigentlich haben und natürlich passt es wieder nicht, also machen wir mal einen kurzen Reconnect hier. Gut. Multiplayer Login. Und so hat es sich nämlich auch verbunden. Jetzt können wir das wegnehmen. Können wir hier nämlich den Filler hin. Unsere Landmarks wiederholen. Na gut, der eine ist jetzt gerade runtergejumpt. Und der andere auch. Demzufolge. Da sparen wir uns nämlich das Ganze mitten zu machen. Okay, das können wir noch mal immer kurz das weg. Mit der Hand, weil das war ja wirklich schlimm. Was wir auf jeden Fall auch nochmal suchen müssen, ist ein Dorf für Emeralds. Okay, da müsst ihr jetzt eigentlich Power haben. Ja, da hat Power. Dup, 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 dup. Mal gucken, ob wir den ganzen Stein brauchen. Oh, es fliegt, es fliegt, es fliegt. Ich denke, wir werden sogar ein bisschen mehr noch brauchen. Oder könnte dort lang. Sieht gut aus. Und, komm, 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 und wunderbar. Da werden wir sogar noch bestimmt ein bisschen was überhaben. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Und da haben wir das wieder. Stone Bricks. Natürlich haben wir jetzt gerade keinen wieder. Machen wir halt so. Brick. Und die haben ja keinen EMC. Das ist natürlich schade, aber macht nichts. Okay, jetzt haben wir ja eine schöne ordentliche Fläche, wo wir mit unserem Lagersystem anfangen können. Dann machen wir mal das. Die Black Hole Chest jetzt mal am besten in die Luft. Besten so, dass wir ein bisschen Obsidian drumherum machen können. So müsste es eigentlich passen. Und dann müssen wir mit Logistikpipes arbeiten. Ich glaube, nein, das war noch. Okay, weil hier ist ja die Wand. Zwei neben Obsidian, also beim Holz genau. Das wäre hier. Genau, am Holz wäre hier wäre die Wand. Dann kommt hier. Wir machen noch ein rein. Sicher ist sicher. Okay, und da können wir dann hier Reinforce. Obsidian können wir hoch Factory Block. Da hätten wir auch den nehmen können. Weil es sieht eigentlich auch vieles gut aus, können wir ja noch austauschen, je nachdem. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mit Logistik arbeiten. Und zwar brauchen wir als erstes die Power Junction. Die sich wo versteckt? Request Table? Nein, ich bräuchte die Logistik Power Junction. Auch hat plus 2240 EMC. Mal gucken, ob das hier mit denen klappt. EU RF Power Provider. Oh ho ho.
Wir werden erstmal mit der arbeiten. Logistik Power Junction. Da können wir ja probieren. Dafür brauchen wir Eisen, Redstone Block und Redstone. Das ist ja eigentlich billig. Eigentlich habe ich es jetzt endlich hier. Ting. Ja, habe ich drin. Ach, wunderbar. Da haben wir auch endlich hier unten eine. Okay, jetzt brauchen wir noch Redstone. Ein bisschen, dann brauchen wir noch Iron. Aber nicht Reinforced, normales Iron. Dann braucht man denn das und dann können wir den. Okay, jetzt brauchen wir noch Logistic Pipes. Erstmal die Basic Logistic Pipes. Oh Junge. Okay, aber wenn wir die dann haben, passt das. Wir brauchen Diamond Transport Pipes, Cobblestone. Okay, wir brauchen noch etwas Kabel und dann Glas. Sub und ein Glas. Da haben wir die. Und die tun wir jetzt auch gleich mal hier rein. Eins zumindest. Geht das nicht? Nö. Schade. Aber dafür geht das dann mit denen. Jetzt brauchen wir noch die Diamond Transport Pipes. Golden Chipset. Okay. Wir müssen erst mit dem Assembly Table anfangen. Okay, dann können wir das erste Mal in unsere Chest hier tun. Dip. Assembly. Dafür brauchen wir Diamond Gear, Diamond, Redstone und Obsidian. Diamond Gear, Diamond, Obsidian und Redstone war es, glaube ich. Ja, und Redstone. So. Okay, der hat 50.000 EMC, da kann man den drinnen machen. Assembly, jetzt braucht man noch die Laser von BC Silicon. Und zwar sind das die hier, Laser. Nochmal zwei Diamanten und viel Obsidian und die haben, gut, können wir dann, ja, Diamanten, können wir dann hier drüber ranholen. Ne, wir nehmen plus 1. Den tun wir allerdings jetzt hier rein. Laser. Okay, es wird gerade Nacht, da gehen wir noch schnell schlafen. Da wird jetzt auch mal an der Stelle dann gleich sagen, nachdem wir die Laser aufgebaut haben. Wir brauchten noch Gold und Redstone. Holen wir jetzt auch noch ein Stack raus. Gold. Redstone. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert, so wie ich es mir denke. Ah, okay, die müssen noch gut bepowert werden mit Strom. Ah, verständlich. Verständlich. Also heißt es erstmal noch schnell eine Energieleitung bauen. Okay, wir brauchten erstmal die auflesen, nicht dass die verschwinden. Und zwar brauchen wir hier die Kinetic. Die Diamanten. Na komm, machen wir so nicht hier hin. Gehen wir am besten drei rüber. Das ist jetzt wirklich bloß ausprobieren, ob das funktioniert, so wie ich es mir denke. Hoffentlich. Drei bin ich drüben. Ja. Bis hierhin dann. Dann wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Okay, jetzt müssen wir die Laser noch dran schließen. Also verbinden tun sie sich schon mal, das ist schön. Jetzt brauchen sie bloß noch gleich Strom. Oder RF besser gesagt.
So. Ach komm, machen wir mal hier 5 von den Solarpaneln. Na gut, jetzt haben wir ein ganzes Deck rausgeholt. Können wir alles wieder reintun. Geht ja nicht kaputt. Ah, und natürlich. Fehler gemerkt. Wir müssen noch eine Wooden Pipe dazwischen schalten. Zumindest, dass die hier Strom bekommen. Und zwar brauchen wir dann auch die andere Kinetik. Die Wooden Kinetik. Da können wir jetzt. Das können wir schon mal rein. Das kann rein, das. Zup, zup. Wow. Und jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen da unten. Verdammt. Müssen wir das mit der Lernen anklicken? Oder müssen die... Hä? Da muss ich mir bestimmt mal einen kurzen Tutorial anschauen, wie das am besten geht. Oder muss der noch eins weg? Das jetzt wirklich bloß ausprobieren hier, was ich mache. Also hier hin und dann. Ah, jetzt. Jetzt tun die auch arbeiten. Ach, wunderbar. Gut, und dann möchte ich mal an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, liked und abonniert, wenn ihr wollt. Und demzufolge, haut rein.